bin in Alderssee geboren worden. Meine Eltern haben ein kleines Hotel am See gehabt, das Parkhotel. Mein Vater ist im Krieg gefallen, also 1943. Ich habe keine Erinnerung an ihn. Ich glaube, er hat mich ein einziges Mal gesehen. Meine Mutter konnte dann das Hotel nicht halten und ist also 57 nach Graz gegangen. Ich war hier an der Volksschule, bin dann ins Internat nach Gmunden gekommen, dort 4 Jahre gewesen, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe, aus verschiedenen Gründen. Bin dann 2,5 Jahre in Bad Aussee ins Gymnasium gegangen und bin in der 7. zu Weihnachten nach Graz versetzt worden. Meine Mutter hatte das Brauhaus Reininghaus gepachtet und dort habe ich umzingelt von Bahnübergängen also gewohnt. Und ich habe 1959 am Pestalozzi maturiert und habe im Herbstsemester 1959 an der Uni Graz inskribiert. Für mich war schon als Kind klar, merkwürdigerweise, dass ich Schriftstellerin werden will. Und natürlich, das war mir schon klar, kann man sich nicht einfach mit 18, 19 hinstellen und sagen, ich bin Schriftstellerin und auch überleben. Es war für mich natürlich das Nächstliegende, irgendetwas, das mit Sprachen zu tun hatte, zu studieren. Ich habe also schon als Kind eben eine purgierte Ausgabe von 1001 Nacht bekommen und war sowas von hingerissen, nämlich in Altaussee lebend, wo jeder Horizont von irgendeinem Berg verstellt ist, war für mich das Fernweh oder die Sehnsucht nach dem ganz anderen besonders groß. Und so habe ich begonnen mit Türkisch Dolmetsch und habe mich von Haus aus auf die literarische Übersetzung konzentriert. Und habe aber schon nach dem ersten Semester ein Stipendium in die Türkei bekommen. Naja, es war nur insofern ein Kulturschock, da ich ja zu einer Zeit gekommen bin, als überall im Land Ausnahmezustand war. Es war kurz vor dem ersten Militärputsch 1960 am 27. Mai und alle Universitäten geschlossen waren. Also bin ich nach Erzurum gekommen, das war die einzige offene noch. Und das ist wirklich im tiefsten Anatolien, als Stützpunkt der 3. türkischen Armee, 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Also es kam so einiges zusammen, aber in diesem Alter verkraftet man das alles spielend. Und ich muss sagen, es war eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, dort eben ein Jahr lang studieren zu können. Weil ich eben bei den Dolmetschern studiert habe, hat man uns eingeschärft, so vielseitig wie möglich zu sein und auch so zu inskribieren, weil für einen Dolmetscher das Wichtigste eben die speziellen Vokabulare, die Fachsprachen sein. Und da habe ich natürlich also das Angebot voll genützt. Das Abstruseste, was ich mir da geleistet habe, war, dass ich auch in eine Vorlesung über Gerichtsmedizin gegangen bin, wo mir dann fast schlecht geworden ist. Nicht? Da habe ich mich mit irgendwelchen Studenten, die ich kennengelernt habe, halt hineingeschwindelt. Nicht? Also einfach, um auch das mal zu sehen oder zu hören. Ich meine, diese Art der Fachüberschreitung, die war für mich als Schriftstellerin, und ich habe dann doch auch eine Reihe von Büchern, vor allem aus dem Ungarischen, übersetzt, war das eigentlich der Haupttreffer. Durch diese Stipendien, durch diese Aufenthalte, nicht, also immerhin ein Jahr in der Türkei, 1,5 Jahre in Ungarn, also habe ich so viel gelernt, nämlich im Hinblick und Rückblick auf Österreich. Es ist ja auch bei den Sprachen eigentlich, wenn man jetzt nicht wirklich professioneller Simultandolmetscher wird, ist es ja vor allem ganz wichtig, die eigene Sprache und die eigenen Umstände jetzt von einem anderen Blickwinkel her zu sehen. Das war auch das, wovon ich am meisten profitiert habe. Die erste Lesung, noch 59 im Grazer Heimatsaal,
Da haben also die Monika und der Peter Orthofer haben Gedichte vom Straschek, von Peter und von mir gelesen und der Fredi Kollerich saß neben mir und hat meine Hand gehalten, weil ich so aufgeregt war. Ich war vor allem, wo immer ich war, beim Herbst zur Forumseröffnung war ich eigentlich immer in Graz. Das war immer ein ganz großes Ereignis. Da war ja diese Südtirol-Geschichte sehr am Kochen. Da haben wir also demonstriert. Wir sind da und haben mit kleinen Transparenten Südtirol den Italienern oder wir haben in einem Kaffeehaus in der Sporgasse, ich weiß jetzt nicht mehr welches das war, aber ein bisschen weiter oben, also sind hineingegangen, haben viel bestellt und dann haben gesagt, das können wir können hier nicht, weil die haben keine Schwarzen akzeptiert und wir sind verkappte Schwarze und wir können das nicht essen und so Geschichten halt. Weil ich ja nicht nur mit dem Forum Stadtpark, sondern auch mit den Grazer Linken also sehr in Kontakt war, vor allem seit ich aus der Türkei zurück war. Und dann habe ich ein Telegramm gekriegt, ich soll bitte gefälligst sofort nach Frankfurt kommen zur Verlagsunterzeichnung. Da war die Klosterschule noch gar nicht fertig. Ganz. Und ja, es war auch kein dickes Buch. Und ja, und so hat das dann begonnen und das war halt eine Zeit, die literarisch schon sehr, wie soll man sagen, die Leute waren neugierig. Also da war es kein Manko, wenn man einen noch nicht gekannt hat, sondern im Gegenteil, die Leute waren neugierig, wer ist denn das, nicht? Und ja, das ging dann, 68 ist dann die Klosterschule erschienen, hat wirklich pressemäßig ein enormes Echo gehabt und es gab mich. Und dann hat man halt Aufträge bekommen, ein Hörspiel zu schreiben oder das oder jenes. Also es war eine ganz andere Situation als heute. Die Klosterschule reflektiert Ihre Zeit in Gmunden, ja, aber natürlich nicht viel weniger autobiografisch als sprachspielerisch. Nicht? Es ging mir also dabei um Sprachmimikrie, also wie entlarve ich ein in sich geschlossenes System? Das war eigentlich die Aufgabenstellung. Und ich habe sie so zu lösen versucht, indem ich einfach diese vorgegebene Sprache verwendet habe. Ich habe ja mehr als die Hälfte meines Lebens in Wien verbracht und fahre auch jetzt noch immer in die Türkei. Die ist mir wirklich geblieben, auch interessemäßig und überhaupt der Orient. Ja, also es hat dann einfach auch damit zu tun gehabt, dass wir hier ein Haus gebaut haben, das eigentlich nur als Ferienhaus gedacht war. Und als ich dann mehr als die Hälfte meiner Bücher hier hatte, habe ich gefunden, dann kann ich gleich hier wohnen. Mein Mann arbeitet in München, also es ist näher. Und als Prosa-Autorin habe ich hier die größeren Chancen, wirklich einen Arbeitsrhythmus zu finden, weil die Abende hier mir gehören. Ich muss nicht überlegen, bis auf den Sommer, wo halt wirklich viel los ist, wo gehe ich heute hin, was schaue ich mir an, was mache ich, mit wem treffe ich mich, sondern ich bin am Abend zu Hause und arbeite. Und ich muss sagen, seit ich hier lebe, hat sich das schon auf meine Prosa ausgewirkt.